Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Leute, und in diesem Video soll es um mein neues Item gehen, was wir in Fortnite in Zukunft bekommen werden. Höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Update. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze am Sonntag angeteased wird, also morgen oder heute, wo ihr dieses Video hier gerade seht. Und Epic Games Dienstag ein Update raushauen wird. Aber um welches neue Item es sich handelt und so weiter, das klären wir gleich. Kurz davor wollte ich nochmal kurz Eigenwerbung machen. Checkt mich auf jeden Fall auch aus auf Instagram, Bruder. Mette8yt heiße ich dort, bin da sehr, sehr aktiv, ich antworte jedem auf seine Privatnachricht und das ist doch schon mal ein Grund, mir da ein Follow da zu lassen. Dann würde ich aber sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video, aber vorerst natürlich nochmal ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Ja Leute, ihr habt es ja schon gehört, in diesem Video soll es um ein neues Item gehen, was wir in Fortnite bekommen werden und das Ganze ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich bin Fan davon, jetzt schon, ich habe zwar nur ein Bild gesehen und den Namen gehört und ich dachte mir direkt so, geil. Ja, um was es sich handelt, Leute, es handelt sich um eine Annäherungsmine. Wir haben ja tatsächlich so etwas Ähnliches noch nie gehabt in Fortnite, oder? Täusche ich mich? Nee, eigentlich nicht. Ich kenne es nur von COD, dass man eine Claymore legen kann, dass man eine Annäherungsmine legen kann und so weiter. Das Ganze nennt sich in den Gamefights Proximity Mine und Mine heißt natürlich Mine und ja, das Ganze könnt ihr euch denken. Ich habe jetzt auch mal ein Bild davon, ich blende das jetzt mal im Hintergrund ein, dann könnt ihr das Ganze einfach mal angucken. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr fresh aus und diese Minen sehen jetzt nicht so aus, wenn man sie nicht sehen könnte. Bedeutet, wenn ihr die irgendwo legt und der Gegner dann drüber läuft, ist er wirklich dumm. Natürlich kann es immer passieren, dass ihr das selber auch mal überseht. Denke ich aber jetzt persönlich einfach mal nicht. Das Ganze ist trotzdem cool, wenn man das in verschiedenen Räumen verteilt. Dadurch, dass man halt in Räume schnell reinläuft, weil man looten will oder sonst irgendwas, übersieht man sowas mal schnell und zack, geht das Ding hoch. Wie viel Schaden das Ganze macht, ist noch nicht bekannt leider. Das finde ich sehr, sehr schade, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass das Ganze sehr cool wird. Und ich bin auch mal froh, dass wir ein neues Item bekommen, was Schaden anrichten kann. Abgesehen von den Waffen und sowas, aber so Fallen zum Beispiel. Die einzige Falle, die wir in Fortnite hatten, wurde entfernt, was ich irgendwie immer noch nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, warum Epic Games die einzige Falle in dem Spiel entfernt. Wir haben tatsächlich derzeit keine einzige Falle in Fortnite und deswegen finde ich das umso besser, dass wir jetzt diese Proximity Mine bekommen. Diese Proximity Mine kann man tatsächlich 6-mal stacken. Und jetzt gerade ist nochmal sozusagen tatsächlich noch ein Sound reingekommen, was ich euch am Ende nochmal einspielen werde. Da könnt ihr euch nochmal anhören, wie sich das Ganze im Spiel anhören wird und was das für einen Sound macht. Ich finde es tatsächlich cool, wie viel Schaden es macht, das wissen wir noch nicht. Ich denke einfach mal, dass es so um die 100 Schaden machen wird, viel mehr auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es komplett jemanden tötet, wenn man noch kein Schild hat. Dann vielleicht, ansonsten mit Schild niemals, kann ich mir nicht vorstellen. Aber Leute, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser neuen Mine denkt. Denkt ihr, das Ganze wird cool? Würdet ihr es auch nutzen oder nicht? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich muss tatsächlich sagen, das würde einfach mal ein bisschen für Abwechslung sorgen. Wir haben, wie gesagt, keine einzige Falle oder Mine oder sonst irgendwas. Eine Claymore wäre natürlich auch geil, aber ob wir das noch bekommen werden in Zukunft, das weiß man nicht. Eure Meinung gerne unten rein in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin, lasst gerne ein Like. Dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Mette8 im Gegenstandshop eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.